Jandls bürgerlicher Lebenswandel stand nicht nur für István Örsi in starkem Kontrast zu seiner avantgardistischen Dichtkunst. Auch Bernhard Fetz und Francisco sind fasziniert von diesem scheinbaren Widerspruch. Obwohl Jandl vor allem dank seiner fulminanten Auftritte und seiner Vortragskunst berühmt geworden war, sind die beiden überzeugt, dass auch die weniger bekannten Gedichte von bleibendem Wert sein werden. Das Spätwerk, aus dem diese Gedichte von körperlichem Verfall, Krankheit und Tod stammen, begann bei Jandl eigentlich schon 20 Jahre vor seinem Ableben. Als Jandl am 9. Juni 2000 im Alter von 75 Jahren starb, wurde er in einem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof bestattet. Seine Bücher und Hör-CDs erfreuen sich allerdings nach wie vor großer Beliebtheit im In- und Ausland. Dies ist natürlich auch ein Verdienst der Übersetzer. Francisco will vor allem mit dem Vorurteil aufräumen, dass Jandls Gedichte grundsätzlich unübersetzbar seien. Bei seinen Lesungen hat er die Erfahrung gemacht, dass man Jandls Poesie mit dem entsprechenden Einfühlungsvermögen und einer gewissen Prise Humor sehr wohl einem fremdsprachigen Publikum näherbringen kann. Als Inspirationsquelle für diese außergewöhnlichen Gedichte nannte Jandl oft den deutschen Avantgardisten und Dada-Künstler Kurt Schwitters. Dieser hatte in den 20er Jahren mit Lautgedichten experimentiert, bis er Anfang der 30er Jahre vor den Nazis flüchten musste. In diese Zeit fällt auch die Veröffentlichung seiner Ursonate, die die Grenze zwischen Dichtung und Musik spielerisch überschreitet. Oh, hallo Francisco. Oh, hallo. Komm herein. Francisco trifft Elfriede Maria Bonnet, eine Wiener Schauspielerin und Sängerin, die auch Schwitters Ursonate in ihrem Repertoire hat. Die Sonate in Urlauten. Einleitung. Fünf spavetäze ube gif gwie. O tlrrrbebe. Tlrrrbebe fünf spe. Rrrbebe fünf speve. Bebe fünf spavetä. Be fünf spavetäze. Fünf spavetäze u. Fünf spavetäze u begif gwie. Det es nz rie m biff tulfto tuljüka. Jandls Antikriegsgedicht Schützengramm funktioniert auf der gleichen Basis, da er ausschließlich Konsonanten verwendet. Der Krieg singt nicht, hat er einmal dazu bemerkt. Deshalb sind viele überzeugt, dass dieses Gedicht eigentlich gar keiner Übersetzung bedürfte. Francisco ist jedoch anderer Meinung. Er kombiniert das spanische Wort für Schützengraben, Trinchera, mit dem Wort Bomba und nennt das Gedicht Trinchenbrm. Schützengrm, Schützengrm, Grm, Schützengrm, 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 Grm, Schützen, Schützen, Schützengrm, Schützengrm, Grt, 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 Scht, Scht, Schützengrm, Schützengrm, Scht, 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 Grr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 r
Beziehung und dann, wie das ich in Publikationen widerspiegelt. Ich glaube, dass ein Übersetzer immer eine besondere Beziehung zu dem übersetzten Autor hat und dass diese Beziehung nie eine wissenschaftliche, nur eine gar wissenschaftliche Beziehung ist, sondern auch eine persönliche Beziehung. Also der Übersetzer muss sich den Autor vorstellen. Seine Freundschaft mit Jandl und seine Erfahrungen aus der Studienzeit in Wien ermutigten Reitani, sich auch an jene Gedichte zu wagen, die stark mit dem österreichischen Kontext verbunden sind. Wien Heldenplatz. Der ganze Heldenplatz circa versagerte in maschenhafte Menschenmeere. Tra loro donne che al ginocchio mascolare di premere pressanti si tentavano. Und brüllsten wesentlich. Verwogener Stirnscheitel unterschwank, nach Nöten nördlich, kächelte mit zunummernder, aufs Bluten feilzer Stimme, hinsensend zämmertliche Eigenwäscher. Puntare! Straltellava il deuccio caprone, da sa afre a sa afre. Con monche rin di voce gigallescamente sgronfia, fregolando vermeggiava il mare di ometti. Und den Weibern ward so pfingstig ums Heil, tanto pruse incervate, wenn ein Knieender sie hirschelte. Das ist ein Glücksfall, also das kann nicht immer einem Übersetzer gelingen. Aber ich glaube, dass sich dieses Gedicht gut übersetzen lässt. Das ist auch ein Zeichen seiner ästhetischen Qualität. Dabei konnte Reitani auf die in seinem Heimatland bekannten Sprachmuster von Mussolini zurückgreifen, um die faschistische Rhetorik zu entlarven. Heute gilt der italienische Germanist und Übersetzer als einer der führenden Jandl-Kenner. Das ist ein echter Jandl-Spezialist. Er hatte das Glück, sein Freund zu sein. Und etwas, das vielleicht kein anderer Übersetzer teilte, er machte Lesungen gemeinsam mit Jandl. Und seine Erlebnisse sind für mich von einem enormen Wert. Die Stadt Udine hat eine bewegte Geschichte. Auf halbem Weg zwischen der österreichischen Grenze und der Lagunenstadt Venedig gelegen, hatte sie lange Zeit zum Habsburgerreich gehört, ehe sie 1796 von den Franzosen erobert wurde. War es vielleicht der Verlust der italienischen Lande, der Jandl zu seiner Ode auf N, einem Schmähgedicht gegen Napoleon, veranlasste? Napoleon. Wie dem auch sei, Francisco jedenfalls hat bei diesem Gedicht weitaus mehr Glück als bei dem für ihn unübersetzbaren Gedicht über den Wiener Heldenplatz und freut sich über den Umstand, dass Leon, oder besser Leon, auf Spanisch Löwe bedeutet. Napoleon. Poleon, 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 on, on, on. Professor Reitani ist nicht nur ein erfolgreicher Übersetzer und Wissenschaftler. Durch seine guten Kontakte nach Österreich sieht er seine Rolle auch als die eines Vermittlers zwischen den Kulturen, vor allem auf dem Gebiet der Literatur. Er berichtet stolz, dass es seit kurzem ein Austauschprogramm zwischen seinem Institut und der Universität Klagenfurt gibt. Luigi Reitani hat natürlich einen ganz anderen akademischen Hintergrund, auch andere ökonomische, verlegerische Möglichkeiten. Und Francisco lebt natürlich auch etwas von diesem Nimbus des Outsiders.